Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Space. Heute schauen wir uns mal die Fortschritte anderer Leute und auch meinen Fortschritt an, beziehungsweise hier meine Base. Da hat sich ein bisschen was getan. Ihr seht das hier. Was ist denn das nochmal? Ach, Eisengitter. Ich denke immer, das wäre Glas. Alles klar. Richtig informiert, der Dude. Das ist auf jeden Fall hier Eisengitter. Die habe ich mal schön hier reingesetzt, hier in diese eine Hälfte. Ich überlege, ob ich die anderen vier Hälften, die noch frei sind, auch noch damit bebaue. Ja, dann gibt es noch was Neues hier. Ich habe so Ecken dran gebaut. Vielleicht ist es euch ja aufgefallen. Ich will es ein bisschen interessanter gestalten hier, meine Base. Sonst sieht mir das ein bisschen zu langweilig aus. Ja, innen drin habe ich auch ein wenig was gemacht, aber nicht allzu viel. Ich habe mir zu... Was ist das denn für ein Schild? Warte mal. Das ist neu. Und was steht da jetzt? Ich kann mich nicht zu Sammy teleportieren. Ja, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber teleportieren kann doch nur... der hier, der Moderator, und das bin ich als einzigster. Ich habe hier einen Geheimgang, genau, ich habe hier einen kleinen Geheimgang mal reingemacht, damit ich jetzt mal so schneller in meine Base reinkomme. Ich habe ein bisschen was gemacht, ich habe hier so, ich wollte gerade sagen, das ist falsch gebaut, die Treppenaufgänge gemacht hier, da, seht ihr so ein bisschen, habe ich an allen vier Ecken gemacht, da, ah ne, gar nicht, an allen drei Ecken, da habe ich mal schön gelogen. Auf jeden Fall, hier gucke ich auch noch, wie ich das mache. Dann habe ich hier nochmal die Eisengitter dran gebaut, das sieht so ein bisschen stylisch aus, wie so eine Art Aufzug. Von ganz oben nach ganz unten. Wir haben ja noch eine Ebene. Da geht es auch nochmal runter. So ein bisschen Innenausbau. Jetzt nicht viel, aber ein bisschen. Ja, schön. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ist ja richtig... Ach, da ist das Loch. Ah, endlich finde ich mal das Loch. So, einmal raus hier. Das lasse ich auch immer offen, damit ich immer ruckzuck hier rein und raus kann. Ja, das war mein Fortschritt. Ja, genau. Apropos Fortschritte, schauen wir doch mal weiter. Das ist die aktuelle Karte. Da seht ihr alle gebauten Sachen. Aber jetzt möchte ich mal in diese Richtung fliegen, weil da gibt es was Neues. Das habt ihr noch gar nicht gesehen, auch nicht im Stream. Ist das das schon? Ja, da war aber noch ein paar andere Sachen. Da kommt, glaube ich, noch was. Hier wird, glaube ich, noch was gebaut. Ja, da hinten, da möchte ich hin. Da hat jemand hier, guck dich das mal an, das sieht aus wie ein kleines, ja, Marsmännchen oder wie ein Astronaut mit Helm. So sieht das ungefähr aus, so ein bisschen dunkel vorne. Was steht da? FS, ah, Sebastian wahrscheinlich und F, ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer das genau gebaut hat. Aber ich wollte erstmal hier hinfliegen zu den Raumschiffen. Oh, die sehen ganz stylisch aus, kann man auf jeden Fall so machen, ne? Alter, was ist denn das für ein X-Teil hier? What the fuck? Ist das ein Flügel oder was? Ah ja, klar, es gehört alles zusammen. Ich guck mir das mal an. Was steht denn hier drauf? Von nur Sebastian. Okay. Sieht irgendwie cool aus. Ja. Das erinnert mich voll stark an Star Wars. Das ist doch aus Star Wars, aus The Clone Wars, meine ich. Also dieses Raumschiff habe ich irgendwo schon mal gesehen, nur nicht jetzt in diesen Farben. Was steht da? Von The Legend Gamer. Okay. Sieht aber auch schön aus, auch mit den Farben, so ein bisschen italienischer Style hier oben, voller Pizza-Service hier oben. Pizza-Service im Minecraft-Space, im Weltall, die Pizzen fliegen von Planet zu Planet. Nochmal mit Rüstungsständer gearbeitet, auch ganz cool. Guck mal, Pfeil und Bogen, wie das aussieht in den Texture-Pack, irgendwie so ein bisschen wie so ein Boomerang, so ein bisschen. Ha, hat auf jeden Fall was. Ach guck mal, jetzt ist auch noch ein Kollege drin, den habe ich gar nicht gesehen. Hallo, ne, wo ist denn der Kopf? Kopf, wo bist du? Ah, da unten ist der Kopf. Ja, der guckt auf jeden. Ach, der guckt hier unten durch, wahrscheinlich. Ah, da ist ja noch einer. Ist ja noch ein. Guck mal, da ist noch einer. Guten Tag. Ja, das gefällt mir auch gut. Ich weiß nicht, was diese Schläuche da sein sollen. Guck mal, da unten die Schatten. Aber das kann man auf jeden Fall so machen. Was ist das hier eigentlich für ein Teil? Wahrscheinlich, wie ich es vermutet habe, ne? Von nur Sebastian und Legend Gamer. Für den besten YouTuber. Alles klar, ihr kommt doch so auf die Map. Ihr braucht nicht Schleim. Alles gut. Nein, Spaß. Ach, guck mal, da ist ein richtiges Gesicht hinter. Ja, sieht schon lustig aus, schon mit der Kauleiste. Der Typ hat zwar keine Nase, aber das braucht man halt nicht. Man braucht doch nicht atmen hier im Weltall, das passt schon. Das habe ich mir noch gar nicht richtig angeguckt. Sieht auf jeden Fall lustig aus, so ein Kopf in so einem Aquarium drinne. Was hat da hinten noch? Ich fliege mal ein bisschen schneller, Leute. Okay. Ja, kann man auf jeden Fall machen, ne? Das wollte ich euch auch noch zeigen, das ist noch gar nicht gezeigt worden. Auch diese zwei Raumschiffe. Dann hatten wir hier hinten noch was. Ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, noch im Bau, ne? Ich weiß es gar nicht, was das für ein Teil ist hier.
Das sieht auf jeden Fall noch aus als. Oder ist das fertig? Das kann auch fertig sein, ne? Wie so eine Art Raumfahrtdrohne oder sowas? Das sieht auf jeden Fall creepy aus. Ich habe keine Ahnung, ob das fertig ist, dieses Ding. Dann fliegen wir doch mal weiter über. Achso, das bin ich. Boah, sieht das geil aus mit dem Glas aus der Entfernung. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Gut, dass ich das mit diesem Glas gemacht habe. Doch, kann man machen. So, fliegen wir mal über Sammys Raumschiff Richtung Skillertrappe. Zu der ISS. Beziehungsweise, der hat noch was Schönes hier gebaut. Der hat noch eine Rakete gebaut. Das habe ich euch ja auch noch vorenthalten. Das habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Alter, dann baut der schon wieder was Neues. Kleine Rakete. Okay. Ja. Aber sieht eigentlich ganz schön aus. Sie hat eine schöne Form, muss ich dazu sagen. Die gefällt mir ganz gut, ja. Gibt es hier noch irgendwas Besonderes? Sieht halt ein bisschen aus wie so eine Spritze, ne? Okay. Aber doch, das kann man auf jeden Fall machen. Was ist das hier für ein Satellit? Das ist wahrscheinlich so wieder als Original gebaut. So erkenne ich das wahrscheinlich gar nicht. Ich habe keine. Ah, oh, da steht es. Was steht da? Raumsonde Voyager. Ach so, eine Raumsonde. Okay. Schieß mich tot, müsste ich erst nachgoogeln, was eine Raumsonde nochmal macht. Ich habe das Wort auf jeden Fall schon mal gehört. Ich bin echt ein Minecraft-Space-Noob. Da baut er schon das nächste. Das zeige ich aber jetzt noch nicht, weil ich weiß noch gar nicht, ob das gezeigt werden soll. Aber wir haben natürlich noch mehrere Sachen. So, fliegen wir mal hier weiter. Gut. Und ich finde so, die Abstände, das reicht auf jeden Fall so. Guckt, da kann jeder in Ruhe bauen. Abstände, wie gesagt, 200 Blöcke zum anderen Grundstück. Wie gesagt, man kann ja hier keine Grundstücke einzäunen, einkreisen. Wir sind ja hoch in der Luft. Ja, nice. Der ist auch schon relativ weit hier, der Josko. Mit seinem riesen Raumschiff und seiner geilen Base. Heftig, ey. Voll mit den Geschossen hinten dran. Oder an den Seiten dran. Hier hat er auch noch so Kanonen dran gebaut. Ich finde den Farbstil ganz gut. Und dieser Block gefällt mir auch gut. Was ist das? Bemooste Steinziegel. Überlegt mal, bemooste Steinziegel sehen sonst eigentlich richtig langweilig aus, muss man dazu sagen. Und in dem Texture Pack sieht das auf jeden Fall schon mal richtig krass aus. Vor allem das Raumschiff, ey, wie riesig das ist, größer als die Raumstation. Das sieht so ein bisschen aus, als würde das Raumschiff da im Schatten mit der Raumstation so zusammengehören, so ein bisschen, ne? Hat irgendwas. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und von hinten sieht das auch ganz geil aus. Fliegen wir mal kurz nach hinten. Schön. Ich glaube, ich habe euch das noch gar nicht so gezeigt, oder? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht ganz genau. So, fliegen wir mal weiter. Wir gucken uns mal die ganzen Fortschritte an. Ich will unbedingt nochmal gucken, was der Anton so gebaut hat. Weil er war jetzt auch etwas länger nicht mehr auf deinem Map. Ach, genau, hier ist ja auch noch was. Alter, ein roter Balken? What the fuck? Jetzt sag mir nicht, das ist fertig. Unten geht's rein, okay. Tatsächlich hat einen roten Balken gebaut. Ihr braucht aber keine roten Balken hier in Minecraft Spacebound, ne? Braucht ihr nicht machen, es reicht. Ich bin so ein Noob. Es reicht doch einfach nur ein Schild irgendwie. Ihr könnt auch einfach nur ein Schild bauen. Zum Beispiel ist es fertig oder so. So, weil sonst sieht das so ein bisschen merkwürdig aus, wenn wir die ganzen roten Balken haben. Aber ist es nicht schlimm. Alles gut. So, machen wir den mal weg hier. Was ist denn das eigentlich hier? Sieht aus wie ein Hamburger Patty im Weltall. So ein bisschen veraltet schon, nicht mehr so die braune Farbe. Das fand ich ganz cool. Wenn man hier die Sensoren anmacht, dann gehen die Dinger hoch hier. Finde ich irgendwie ein ganz cooler Effekt so. Als würde sich das Raumschiff so aufladen. Oder diese Sonnenmodule oder was das hier sein soll. Diese Solardinger. Ja. Okay, unten geht's rein, stand da. Was haben wir denn noch? Bitte einmal bei Nacht zeigen und genießen. Bei Nacht zeigen. Okay, dann machen wir das natürlich. Wenn ihr so extra Wünsche habt, ne, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare. In die Kommentare. Könnt ihr das mir gerne hier dran schreiben. Ach so, nice. Ah, jetzt gehen die Dinger natürlich auch auf. Ist ja auch irgendwie logisch, ne? Ah, das sieht cool aus. Gut, dass du es dabei geschrieben hast. Alter, guck dir mal den Mond an, ey. Heftig. Ja, so sieht Minecraft Space natürlich auch richtig geil aus. Ist natürlich nur schlecht für die Aufnahme, das so zu zeigen, weil das eigentlich doch zu dunkel ist auf YouTube. Aber ist schon ganz cool. Ah, guck mal, einer hat nicht funktioniert. Den muss ich gleich austauschen.
Der muss repariert werden. Da rufen wir gleich mal den Hausmeister an hier. So, dann gehen wir mal unten rein. Unten rein. Das sieht aus wie eine Tür. Psst. Noch eine Tür? Ah, noch eine Tür. Okay. Ach, what the fuck. Das habe ich ja gar nicht gewusst, dass man die Bilder, dass das Mass Effect. Geil. Das wusste ich gar nicht, dass da dann Mass Effect als Bild gibt. Ist irgendwie cool gemacht, ne? Was hat er hier stehen? Geschütz. Ah, auch geil so, ne? Sieht schon cool aus. Na, hier vorne fliegt man. Cool, diese Bilder. Warte mal, dann will ich mal gerade noch mal gucken, was es noch so für Bilder gibt. Nicht Gegenstandsrahmen, Gemälde meine ich natürlich. Bilder sage ich, aber ich meine ja Gemälde. Suchen wir uns mal eine große Wand aus. Nehmen wir uns mal eben diese Wand einfach. Okay. Ja, gibt es auch mal was Neues? Wartet. Alter, was ist das denn? Ah, Alter, voller Riesen-PC. Okay. Habe ich selber noch nicht ausprobiert, was es alles so gibt. Was ist das denn? Lol. Ja, das sieht echt geil aus, dieses Mass Effect. Ist cool gemacht. Ja, so kann man ein Raumschiff gut verzieren, ne? Schön. Da hat die hier so Sitzecken. Was ist denn hier los? Das Klo? Duschräume, Alter. Der hat ja an alles gedacht. Duschräume gibt es hier sogar. Wie krass. Ah, okay, hier geht man dann raus. Genau, da kamen wir rein. Was haben wir hier? Species, Screen Fun. Ach, du heiliger Bimbam. Ich werde hier gezüchtet. Alien 4. Die Wiedergeburt von Screen Fun. Species Jaguar. Irgendwie makaber, ne? Lager und Ausrüstung. Na, Kollegen, alles gut hier im Lager? Alles vorhanden. Schön. Was haben wir hier? Okay. Ah, hier sind bestimmt so Besprechungen. Schon geil gemacht, ey. Die Innenausbau. Den Innenausbau hast. Oh. Warum? Warte mal. Bin ich jetzt Banane? Ach so, ich wollte nur die Tür aufmachen. Den Innenausbau hast du sehr gut hingekriegt. Ich brauche Glowstone. Nee. Das ist Glowstone, ne? So, ein bisschen dunkel hier gewesen. Ich setze einfach mal hier oben so einen Glowstone hin, ne? Wenn ich mal darf. Was haben wir hier? Screen von. Ach, hier penne ich. Alles klar. Oh, Jaguar. Hauptsache, du furzt nicht. Wir pennen in einen Raum. Also, Luft anhalten. Okay, da waren wir gerade. Pläne. Was ist hier los? Warte mal, steht da Angriff auf ISS. Oh mein Gott. Skilla Trips. Welteroberung. Screen Fun anheuern. Alles klar, ich bin dabei. Raumschiff von Sammy anschauen. Okay. Das habe ich persönlich ja schon getan. Was haben wir da? Verhandlungen mit nur Sebastian. Killerbasis bauen. Sonnensystem zerstören. Screen von auslöschen. What the fuck? Okay, erstmal gleich ein bisschen TNT hier verstreuen. Wie cool ist das denn? Pult. Rede. Ey, ist schon geil gemacht auf jeden Fall mit diesen Plänen. Das gefällt mir gut. Nice. Schön. Ja, ich würde mal sagen. Das war auf jeden Fall sehr informativ. Ich stelle mich mal genau in die Mitte vom Mass Effect. Alter, sieht das geil aus. Ja, liebe Leute, das war's mit der Folge, mit der Fortschritt-Folge. Ich wollte euch ein paar Fortschritte zeigen. Ja, es ist doch einiges Neues hier. Das wusste ich gar nicht. Auch dieses Raumschiff auch sehr schön detailliert gebaut. Ich bedanke mich, liebe Leute, fürs Zuschauen. Lasst gerne mal ein Like da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Ciao.